Hey Leute und willkommen zurück bei Mafia 2. Ja, wir haben dieses wunderschöne Hemd von Joe an. Und in der letzten Folge wurde ja unser Haus abgebrannt. Gehe mit Joe mit. Ja, das werde ich tun. Ich habe eigentlich nach der letzten Folge gedacht, dass bei Joe im Apartment ein Speicherpunkt war. Allerdings war dort Hallo, steig ein. leider keiner. Deswegen musste ich mir ein anderes Auto nehmen und so. Und wo soll ich einsteigen? Ach so, in dein Auto. Ja, ist okay. Dann passt das ja. Und jetzt sollen wir zu den Iren in irgendeine Bar. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Beziehungsweise. Okay, hast du in letzter Zeit was von den Iren gehört? Nein, nichts. Warum? Die Iren haben einen neuen Boss. Er heißt Mickey Desmond. Ein paar andere würden gern seinen Platz einnehmen. Also will er allen zeigen, dass mit Huch, ihm nichts zu sorry, spaßen Joe. ist. Was hat der Scheiß mit mir zu tun? Brian O'Neill, er war Desmonds Warum? Cousin. Hätte ich Meine mir denken Güte. können. Ich wette, dass er gerade unten in dem Drecksloch ist und sich mit den Iren eins ins Fäustchen lacht. Fahren wir hin und kümmern uns um ihn. Das ist der Plan. Sind wohl nicht mehr viele von ihm übrig. Wir stürmen den Laden. Die scheißen sich vor Angst in die Hosen. Guter Plan. Gefällt mir. Arschlöcher. Fackeln einfach mein Haus ab. Reg dich ab, wir sind gleich. Ey, da. Was macht der hier? Der Typ ist ja nervig da rechts im Auto. Scheiße, du brauchst eine Wumme. Hätte ich fast Ja. vergessen. Ja, wäre gut, wenn du eine hast. Wenn nicht, dann würg ich sie halt mit bloßen Händen. Ist mir gleich. Hier muss irgendwo eine sein. Hier ist sie. Bitte schön. Oh, danke. Danke. Vielen Dank. Wahrscheinlich nur eine einfache Pistole, ne? Es wäre jetzt auch zu viel verlangt, wenn ich hier noch von ihm meine Thompson bekommen würde. Das Auto ist nicht gerade cool. Das ist schnell, aber es wackelt mal wieder ein bisschen. Aus dem Weg. Hier komme ich. Langsamer, sonst halten Sie uns an. Was? Beherrsch dich, ich bin in Eile. Genau. Außerdem ist hier gerade keine Polizei. Ah doch, da ist Polizei. Weg da bitte, ich muss geradeaus. Und jetzt hier rein. Ich wäre fast draufgegangen, du Arschloch, ist klar. So, Taxi. Fahr. Ja, ihr auch bitte. Boah, wenn die dann, das hasse ich, ne? Wenn die dann so bremsen und dann noch so ein bisschen warten, wo sie jetzt hinfahren sollen. Das kann ich Bist ja du fahren besonders gut blind? leiden. Immer rot. Ja, komm, ist gut. Hauptsache, wir sind da. Hill of Tara, Alright, bitte. Terra. Dann krallen wir uns diese Ärsche. Okay. Hab ich doch gesagt. Er ist mir entkommen. Der Feigling ist weggelaufen. Aber ich finde ihn. Und dann werde ich ihn. Du warst doch der abgehauen ist, Arschloch. Oh, Mist! Du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. Okay. Bin wieder da! Ich bin wieder da. Oh! Oh, der Barkeeper auch. Alles klar. Komm raus. Komm raus. Los jetzt! Zack, zack! Ich treffe wieder nicht, ne? Die anderen sind aber noch dahinter. Ich möchte zuerst den Barkeeper. Oh, oh, dahinter ist einer, okay. Und der andere ist hier links. Komm raus. Boah, sieht ja heute mal wieder super aus mit dem Treffen. Und die treffen sofort, ne? Blöden Iren. Na komm, ich will jetzt erst den hier vorne. Komm raus. Komm raus. Hast du das bei mir hergelernt? Haben wir? Ja, habe ich. Du schießt wie meine Schwester. Ja, Joe, das weißt du Gib doch mir Deckung, mittlerweile. wieso? Nicht schlecht, was? Okay, einer ist noch da. Sitzt der hier hinten noch? Was ist denn der? Ist der hier drin? Ah, da ist er. Alles klar. Früher oder später kriege ich dich. Ja, ja. So, wie sieht's aus hier mit Waffen? Munition. Wenn wir gerade schon mal hier sind. Hey, räumen wir erstmal die Bar aus. Sender wechseln brauchen wir nicht. Kaffee stehlen. Oh. Hier ist auch keiner mehr, ne? Was ist das für eine Gun? Grease Gun? Nicht schlecht. Komme ich hier rein? Nee. Da
da komme ich raus. Okay, Moment. Natürlich noch eben hier schauen. Sind wahrscheinlich nur Toiletten. Oh, ein Magazin. Ja, nett. Playmat 30. Gut, da komme ich nicht rein. Hey, in dem Wagen sind noch mehr von denen. Ach du Scheiße. Sonst erwischen sie okay, uns. Wird eine Verfolgungsjagd. Okay, komm, wow. Achso, ihr seid schon sehr gut. Ja, geh rein. Geh rein, geh rein. Entschuldigung. Joe macht das schon. Hoffe ich. Hey, du bist gerade bei Rot. Ja, Joe, bitte. Das ist ja jetzt wohl unwichtig, ne? Aber unser Auto müsste eigentlich schneller sein. Die haben doch so eine große Kutsche. Puh, was? Nein, nicht Tempobegrenzer. Schieß, Joe. Mach ihn fertig. Willkommen. Ich habe nur Schiss, dass er jetzt abbiegt. Ganz schnell. Ja. Wow. Schieß, Joe. Schieß. Immer mit der Ruhe, ne? Fährt er lang. Da ist der noch entkommen. Entschuldigung. Ich habe jetzt gedacht, wenn ich den hier so ein bisschen einkessel, dann macht Joe den direkt fertig. Aber nö. Das war wohl nix. Wo fährst du hin? Nach Greenfield, oder was? Ja, wenigstens ist schon mal ein Scheinwerfer hinten kaputt. Wo fährt der hin? Eliminiere den irischen Anführer. Ja. Ich kann da nicht hin, solange ich verfolgt werde. Muss erst jemanden abschütteln. Der gehörte... Okay. Gut, der gehörte auch dazu. Nee. Leute, die Speicherpunkte, ne? Kann ich nicht überspringen. Die Speicherpunkte nach den Magazinen. Aus irgendeinem Grund greifen die nicht mehr. Du warst doch der, der abgehauen ist. In Joes Wohnung habe ich ja auch ein Magazin gefunden. Deshalb dachte ich auch, es wurde gespeichert. Und dann gerade eben hier das Magazin. Und danach wurde auch gespeichert. Ich habe es genau gesehen. Ich habe es genau gesehen. Gib mir Deckung. Bleib von der Seite an. Los, Vito. Hast du das beim Militär gelernt? Den haben wir. Du schießt wie meine Schwester. Barkeeper haben wir auch. Der da hinten noch. Wie harmlos. Na komm raus. Ah! Nicht während ich nachlade. Ich bin der Beste. Okay, und der andere ist der hier mit dem Gewehr, oder was? Da ist er. Moment, ich hätte gerne die Kasse, aber gut, das machen wir dann gleich. Oh! Geh in Deckung bitte irgendwo. Mhm. Ja, genau. Ja, war jetzt auch mega dumm von mir. Warum klappt es mit den Speicherpunkten nicht mehr? Wie nervig ist das bitte? Der Feigling ist weggelaufen. Aber ich finde ihn. Ja, ärgerlich. Dann werde ich ihn. Du warst doch der, der abgehauen ist. Arschloch. Mist. Du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. Na gut, dann das Ganze jetzt nochmal mit ein bisschen Ruhe. Okay, Barkeeper. Boah! Die... Oh! Ich treff nicht mal, ey. Lass dir was einfallen. Der ist weg, hoffentlich. Na komm. Bin wieder da. Nachladen, bitte. Du sollst nachladen, bitte. Und in Deckung bleiben, Vito. Weiter so, Vito. Mehr kannst du nicht? Nee, mehr kann ich nicht, falls du mich gerade meinst. So, geht doch. Machen wir das wieder so, dass ich hier in Deckung gehe. Gib mir Deckung. Oh, und dann treffe ich nicht mal. Früher oder später kriege ich dich. Geht doch, so. Jetzt räumen wir erstmal die Kasse hier aus. Joe, bitte. Du sollst... Da war noch eine Waffe. Die möchte ich haben. Ich möchte auch die Kasse ausrauben. So, was ist jetzt hier mit dem... Toll, jetzt ist das Magazin weg. Jetzt haben wir hier erst recht keinen Speicherpunkt.
Warum greifen die denn nicht mehr? Was ist da los? Merkwürdig. So, können wir das wegdrücken? Nein, auch nicht. Hey, in dem Wagen sind noch mehr von denen. Los, sonst entwischen ja, wir uns. Ja, Joe, bitte rein. Komm, du fährst. Ab geht's. Weg da. Komm schon, Joe, jetzt schieß doch mal ein bisschen öfter. Der ist doch genau hier. Schieß die Reifen kaputt. Mach irgendwas. Schieß auf den Tank. Ach, Joe, los. Du musst treffen. Ey. Schieß doch. Was? Hä? Ist der das hier nicht? Ist das der da? Okay, das war's. Die Ratte hat's verdient. Arschlöcher. Was? Hab ich gar nicht gesehen. Das wäre wohl geklärt, hä? Das bringt mir mein Haus auch nicht zurück. Keine Sorge, das Geschäft floriert. Bald hast du genug Kohle für ein neues. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Also dann, fahren wir nach Hause. Warum war das jetzt so easy? Ist doch in Ordnung, auf deiner Couch penne, oder? Ich hab sogar noch was Besseres. Hier, nimm diese Schlüssel. Sie gehören zu Martys Wohnung. Ich versuche sie gerade für seine Mutter loszuwerden. So lange kannst du sie benutzen. Oh, danke. Tja, dann danke. Hey, brauchst dich nicht zu bedanken. Du bist zu alt, um auf meiner Couch zu schlafen. Außerdem habe ich sie gerade erst bekommen und du sollst sie nicht versauen. Martys Wohnung ist in Oysterbay. Okay. Ja, fühlst du dich jetzt besser? Das war jetzt echt ein bisschen easy dann beim zweiten Mal. Was gerade gelaufen ist, macht noch lange nicht alles wieder gut. Hey, das, was da alles verbrannt ist, war nur Krempel, Vito. Nur Krempel? Das waren meine Sachen, Joe. Warum glaubst du, mache ich diese ganze Scheiße mit? Um Sachen zu kaufen. Anzüge, Autos, Beute, Häuser. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ich habe mir geschworen, nie wieder arm zu sein. Oder als Hafen. Ist ja gut, ich verstehe. Keine Sorge, wir lassen uns was einfallen. Du bist in 0, nix wieder auf der Höhe. Bei dir ist das Glas immer halb voll, oder? Was für eine Chaotenfolge ist das hier gerade? Ist ja unglaublich. Der Auspuff hinten, schaut mal, wie der schon raushängt. Ach, schön. Na gut, dann setzen wir jetzt erstmal den Joe ab. Aus dem Weg. Nee, Radio aus möchte ich nicht. Oh, hier runter. Ah, oh, Mr. Sandman. Ja. Ja, das ist. Du hörst wie meine Großmutter, weißt du das? Okay, dann sieht sich, nehme ich an. Ja, ja. Bis dann, Kumpel. Tut mir leid wegen heute Nacht. Gehe zu Martys altem Apartment in Oyster Bay, aber ganz bestimmt nicht mit dem Auto hier, weil schaut mal, was wir da noch haben. Das sieht ja ganz fantastisch aus. Polizei ist gerade auch nicht in der Nähe. Hüpf da einfach rein. So, wo genau ist Oyster Bay? Möchte ich mal eben schauen. Ach, da unten. Okay. Ich glaube, ich fahre mal eben hier bei Joe in die Einfahrt und wende dort. Nicht, dass es hier wieder zu Problemen kommt und wir das Auto direkt zu Schrott fahren. Nein! Nee, Leute. Nee. Nee. Heute ist nicht mein Tag. Zumindest nicht, was das Autofahren angeht. Sag mal, wie fahren die Schweine hier denn? Das war die Motorhaube. Nee, Leute, ich lasse es echt, ich gehe jetzt nur zu Fuß. Das ist nicht mein Tag. Moment, ich könnte mal eben kurz schauen. Da unten ist eine Werkstatt. Wir kommen rein theoretisch dran vorbei, gut. Dann lassen wir den hier doch nochmal eben reparieren. Oh, kommt, was fahrt ihr alle so schlecht? Ich habe das Gefühl, heute fahren die anderen extrem langsam. Oh, so ein Bus, ne? Das wäre ja auch mal witzig. So, da ist Chinatown. Okay, geradeaus ist die Werkstatt.
Polizei. Und ich werde hier trotzdem noch angeschrien, dass ich langsamer fahren soll. Das geht doch nicht. So. Ab in die Werkstatt. Yo, hey, mir geht's gut. Boah, wie kaputt der Wagen ist. Unfassbar. Hey, Vito, womit kann ich dienen? Nein. Nein. Ich hab nicht genug Geld. Wieder ein zufriedener Kunde. Ich hab kein Geld und hab jetzt das Auto hier zu Schrott gefahren. Oh nö, daran habe ich ja mal gar nicht gedacht. Och nö. Ja gut, ist doch eigentlich logisch, ne? Dass dein Bargeld... Sag mal, wie fahrt ihr heute? Schaut mal die hier vorne, was machen die da? Hier ist doch gar keine Ampel. Warum steht ihr hier? Sehr merkwürdig. Naja, gut. Aber wir finden schon noch mal ein gutes Auto, was wir dann ein bisschen tunen können. Ey! Ich finde, die fahren heute alle schrecklich. Weg da! Boah, die bleiben alle so lange stehen. So, so langsam müssten wir doch auch mal da sein, oder? In Oyster Bay. Ah, hier ist es irgendwo. Moment, Garage. Moment. Ich parke mal gerade das Auto hier. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier eine Garage haben. Obwohl, da steht Garage mit einem Pfeil. Ja, ich gehe erstmal gucken. So ganz überzeugt. Oh, bin ich gerade nicht davon. Doch. Ja gut, nehmen wir den doch nochmal mit. Vielleicht verdiene ich aber in meinem nächsten Job so viel Geld, dass wir ihn tatsächlich reparieren und tunen können. So, ist es jetzt hier egal, in welche Garage ich reinfahre? Das sind hier gar nicht meine. Das sind ja gar nicht meine Garagen. Das hier ist meine Garage, oder? Lass mich raten. Das ist meine Garage. Ja, okay. Dann parken wir den jetzt auch. Jo. Sehr schön. Dann haben wir den zumindest schon mal sicher. Ist das hier? Was für eine Bruchbude. Mein Gott, wenn ich wenigstens Geld für ein Hotel hätte. Ja, schön wär's, ne? Ach du Scheiße. Wasser in der Dusche anstellen. Sogar mit so einem Plastikboot. Mit so einem Schiffchen. Moment. Wasserhahn aufdrehen. Ja, Kleidung, Lederjacke. Ach toll, können wir uns wenigstens umziehen? Ja, da fühle ich mich wenigstens ein bisschen besser. Mhm. Essen liegt hier rum. Fenster öffnen. Na gut, geht zur Straße hin, ist ziemlich laut. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal schlafen. Scheiße, ist das gruselig.